Hallo zusammen, heute mal wieder eine schnelle Zeichnung zum Thema Arkzeichnen. Das Ganze mit einem braunen Kugelschreiber und natürlich mit Tipps und Tricks aus unserem Buch Genial Zeichnen Porträt. Und wir nehmen dazu wie immer unser Skizzenbuch, das heißt nicht immer, aber wie wir das oft machen und machen mit dem braunen Ballpen. Das ist ein bisschen weicherer Stift, der einfach so eine Mischung aus einem Kugelschreiber und einem Feinliner ist. Ganz leicht die Figur aufgezeichnet, damit wir so die Kontur zumindest sehen und daraus verfeinern wir und definieren wir das, was wir jetzt sehen. Und zwar, jetzt greift man den Stift natürlich ein bisschen weiter unten an und kann die einzelnen Körperteile ausarbeiten. Hier der Oberschenkel, der natürlich dann auch, wie es auch richtig ist, wenn man beobachtet, nicht ganz gerade ist. Da ist eigentlich nichts, keine Linie ist gerade. Das ist natürlich immer wichtig, weil es um einen menschlichen Körper geht und es gibt immer ganz, ganz viele kleine und große Rundungen. Natürlich auch, wenn es um die Brust oder um die kleinen Falten geht, die werden dann genauso berücksichtigt und auch ganz locker das Ganze. Auch hier wieder der Kugelschreiber, der ermöglicht uns auch diese ganz leichten Linien, die absolut wichtig sind, damit wir das so nachvollziehen können, wie unsere Grundidee war und aus der wir jetzt das Ganze ausarbeiten. So, der Kopf auch noch ein bisschen mehr definieren, auch ganz wichtig. Und dann geht es auch zu dem linken Bein, auch natürlich das Knie ein bisschen rausgestreckt. Da merkt man schon, dass der Strich auch ein bisschen kräftiger ist. Und hier noch zum Arm. Das ist eine Skizze, mit der man natürlich wunderbar sofort weiterarbeiten könnte. Man könnte im Detail ausarbeiten. Ist jetzt eigentlich alles möglich, ob es eine Schraffur wird oder auch durchaus mit anderen farbigen Stiften. Das ist bei so einer Vorskizze eigentlich ideal. Wir lassen es aber dabei. Es soll einfach eine schnelle Aktzeichnung sein. So würde das Ganze aussehen. Mehr dazu natürlich in unseren Kursen, unseren Online-Kursen. Wenn ihr möchtet, schaut vorbei auf unserer Seite onlinekurse.akademie.de oder natürlich macht das Ganze mit uns vor Ort oder von zu Hause aus, wie ihr möchtet. Wir freuen uns. Ruft uns an, schreibt uns. Bis dann, eure Akademie Ruhr.